Hey Freunde, da bin ich wieder. Freunde! Ich fahre jetzt gerade den Roller warm und dann werden wir mal wieder ein paar Leute anschreien. Ja, das Format kann man jetzt schon lange nicht mehr. Es ist nur extrem windig heute, also ich muss wirklich die ganze Zeit gegenlenken. Ich wollte heute eigentlich lieber mit der Ape fahren, aber die Ape wird 20 km/h oder so fahren. Wenn ich jetzt mit Gegenwind mit der fahren würde. So, wir fahren jetzt in die Innenstadt und dann schreien wir ein paar Leute an. Ein paar Omis oder Opis. Let's go. Hey! Ich habe übrigens den Stage 6 Spiegel dran gemacht. Digga, ja okay. Fahr halt noch weiter auf die Straße, Digga. Ich habe den Stage 6 Spiegel dran gemacht. Ich muss aber sagen, ich war mit dem anderen von der Sicht her zufriedener. Den muss ich ja alle 2 Sekunden umstellen, weil ich irgendwie manchmal gerade sitze, manchmal ein bisschen höher sitze und der andere war halt so groß, dass es fast egal war. Den musste ich nicht so oft umstellen. Aber den, da ist halt so eine ganz kleine Fläche, Digga. Und der andere war halt legal und der hier nicht. Ne? Opi? Hey hier. Hey. Der ist so verwirrt. Boah, Bruder, fuck man, ich abblink doch. Boah, heute ist echt viel Verkehr, Digga. Also für Kevlarer Verhältnisse. Oh, der möchte angeschrien werden. Bruder! Digga, dieser Wind, Junge! Guck mal, das ist Vollgas, Junge, der zieht gar nicht. Wegen dem scheiß Wind, Digga, was ist das? Hey. Ach, die haben jetzt alle Schule aus, oder? Ja, dann kann ich da nicht auf den Schulhof brettern. Unfall bauen wäre jetzt auch nicht so ganz witzig. Hey! HS. Wind ist einfach ein HS. Du klein. Komm, mach Zähne. Ja, bitteschön. Natürlich. Gerne gemacht. Nein, oh nein, ich wollte vor. Nee, der schleicht da jetzt mit 45 km/h wieder rum, der Junge. Ah, Bruder, ich wollte jetzt hier schön durchballern. Warum lasse ich den denn vorbei? Warum bin ich denn so freundlich, Mann? Warum? Mann! Willy! Oder auch doch nicht. Oh oh, Polizei. Oh Gott, Polizei sogar recht auf dem Straßenrand. Okay. Aber was ist mir da rausgefallen, Bruder? Mir ist irgendwas aus der Tasche gefallen. Bruder, meine Handytasche war einfach auch offen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, Lex. Hä? Mein Handy hätte auch droppen können, Bruder. Aber egal, geht's weiter. Ich starte. Dachte ich mir. Hey. Ich glaube, ich fahre jetzt ins Industriegebiet, nachdem ich diese Frau angeschrien habe. Hey. Ich fahre jetzt ins Industriegebiet und dann übe ich da ein bisschen Wheelies und Burnouts. Vollbremsung. Bruder, das ist einfach Vollbremsung. So, wir können jetzt gleich eine Abkürzung nehmen. Okay, wir können doch keine Abkürzung nehmen. Ich dachte, hier wäre ein Bordstein, aber ist nicht. Schade. So, wir gehen jetzt ins Industriegebiet und dann üben wir ein paar Wheelies und Burnouts. Machen wir. Ihr habt unter dem letzten Video wieder fleißig Kommentare geballert. Und aus dem Grund wird am Ende dieses Videos das Gewinnspiel. Obwohl, nee, ich lasse euch noch ein bisschen mehr Zeit sogar. Am nächsten Video, also morgen oder übermorgen, werde ich den Gewinner bekannt geben. Und wenn ihr nochmal einen Bock auf ein Ape-Video habt, dann drückt mal den Daumen nach oben. Daran sehe ich dann, ob ihr darauf Bock habt und natürlich, ob euch das Video gefallen hat. Das ist natürlich der Hauptpunkt. Ach so, wir sind übrigens schon im Industriegebiet, aber hier sind zu viele Autos, deswegen fahre ich zu so einem kleinen Kreisverkehr. Warte, der ist hier links, oder? Ja, ist er. Alter, Digga, Vollbremsung bringt gar nichts. Boah, ich habe immer noch ein bisschen Angst vor Wheelies. Oh, wollen wir hier auf der Wiese fahren? Oh, warum steht der jetzt hier, Digga? Ich wollte doch einfach nur auf der Wiese fahren, Mann. Was ist das? Scheiß drauf. Wir fahren Wiese, Jungs. Wir machen das. Ha! Okay, let's go. Die Action geht los. Okay, doch nicht.
paar Burnies. Wow, ich habe Angst, dass mein Roller wegklappt. Warum zieht er denn jetzt nicht direkt? Okay, warte, ein Burnie. Mal schauen, die Wiese brennt. Wir müssen uns gleich schnell verziehen. Die Wiese brennt. Okay, let's go, lass abhauen. Bevor die mich mit einer Anzeige wegschallern. Schnell weg! 40, 75, oh Gott, Kurve. Ich glaube, der Roller muss eigentlich ganz kurz einmal abkühlen. Nein! Den jage ich. Den Benz kriege ich. Oh. Das war leichter als gedacht. Bruder, der ist so heiß. What the fuck? Ja, warte, wir fahren hier rechts. Tschüss, Benz. Nein. Nein. Ich glaube, wir müssen dafür ein bisschen langsamer sogar sein. Oha, eine Lackiererei. Boah, ich habe halt Angst, dass ich hinten rüber kipp, Digga. Das ist das Ding. Ein bisschen tut sich da schon. Scheiße. Ich muss mich halt nach hinten lehnen, aber ich habe einfach Angst, Bruder. Oh Gott. Also wenigstens hat der Roller einen Baba-Anzug, Digga. Baba-Anzug. Mein Reifen sagt Tschüss. Tschüss, Bruder. Nein, da kommt ein Benzer. Wiederschauen und reingehauen. So, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr Bock habt auf Ape-Vlogs. Und schreibt mal einen Kommentar, wenn ihr Bock habt auf mehr Roller-Vlogs. Ihr könnt euch entscheiden. Ihr könnt euch auch entscheiden, ob ich mit der JetForce oder mit der hier fahren soll. Aber die JetForce ist halt einfach scheiße, Digga. Ich mag die gar nicht im Moment. Weil, guck mal, ihr müsst euch vorstellen, ich sag einmal, wie das ist, mit der JetForce zu fahren. Das ist einfach bei der JetForce Vollgas. Und dann zieht ihr erst, Digga. Genau so ist das. Genau so, Digga. Und das macht einfach gar keinen Bock. Wenn du hier Gas gibst, Digga, Bruder, die geht dir unten weg, Junge. Die Speedfight. Aber JetForce macht gar keinen Bock damit. Ohne Witz, Digga. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Im nächsten Video seht ihr dann den Gewinner von dem letzten Sticker-Pack. Und ich hoffe, diesmal meldet er sich. Es haben sich bisher zwei Gewinner einfach nicht mehr gemeldet auf Insta. Deswegen, ihr müsst aktiv meine Videos schauen, dann seht ihr, ob ihr gewonnen habt. Natürlich war das noch nicht das letzte Gewinnspiel. Es wird noch geilere Sachen geben. Vielleicht verlose ich meine JetForce. Aber ich glaube eher weniger. Das wäre ein extremer Verlust. Würde ich jetzt 300.000 Abonnenten haben, natürlich würde ich die dann verlosen, kostenlos. Ja, wie gesagt, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock auf Ape-Vlogs habt und wenn euch das Video gefallen hat. Dann würde ich einfach sagen, ballern wir noch einmal Topspeed und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!